Hi, ich bin Erik von Goatfall und ihr schaut Dearly Demented TV. Ich erzähle euch ein bisschen was über unsere EP, über ein paar Songs. Ist eine relativ alte EP, dafür, dass wir jetzt noch unterwegs sind damit, aber immer noch aktuell. The Crumbling Manifest heißt das Ding, hat 5 Songs und wurde nach einem Konzept geschrieben. Es geht im Prinzip um 2 Personen. Einmal so diese patriarchische Person, die halt so einen Tyrannen symbolisieren soll, und eine so ein bisschen unterdrückte Person, die sich dann im Laufe der EP halt so ein bisschen auflehnt und im Prinzip am Ende komplett ausbricht aus der Rolle. Okay, der Song, auf den ich eingehen möchte, ist Follower. Der Follower-Song geht mir voll auf den Sack. Der Song, über den ich sprechen möchte, heißt Follower. Follower ist ein sehr emotionaler Song und er bedeutet mir echt viel, weil er aus der Rolle eines unterdrückten Mannes geschrieben wird, der sich jetzt aus seiner unterdrückten Position befreit und den Tyrannen anprangert. Für mich ist es live auch mit einer der besten Songs, die wir spielen, weil er wirklich sehr viel Druck hat und wirklich sehr viel Emotionen hat. Und vor allem können wir alle, also alle in der Band, den wirklich gut halt auch rüberbringen. Ich weiß nicht, es ist halt einfach ein schönes Gefühl, einen Song komplett aus dem tiefsten Herzen halt rüberbringen zu können, indem man halt einfach voll Kanne abgeht und ja, die Lyrics mitschreit. Ist immer schön. Ich habe mir, bevor wir überhaupt angefangen haben, eine Band zu sein, habe ich mir schon so ein Konzept überlegt. Es sollte ursprünglich eine 6-Song-EP sein. Wir haben es dann doch ein bisschen gekürzt, weil es halt einfach ein bisschen knackiger wäre und das dann mit dem 5-Song-Konzept doch besser gepasst hat. Dann haben wir versucht, so ein Schema aufzubauen. Das heißt, dass wir als erstes so einen relativ knackigen Song haben, der dann halt ein bisschen aufbaut, ein bisschen Stimmung halt rüberbringt. Dann im zweiten Song wieder ein bisschen mächtiger wird und im dritten Song der komplette Abriss ist. Was dann halt auch bei Follower der Fall wäre. Also wir machen das meistens so, dass wir uns als erstes treffen und erstmal schauen, was passiert. Ich habe mir immer Lyrics hingeschrieben, aber die noch nicht wirklich fest in ein Schema gepresst, weil das meistens schwierig ist, einfach irgendwelche Sätze zu schreiben und dann Musik drüber zu machen, sondern meistens beides in einer Symbiose halt zu verknüpfen. Also wir versuchen erst meistens irgendwie so einen Riff oder sowas zusammen mit einem vernünftigen Beat zu machen, dann vielleicht einen Vers dran zu hängen, dann eine Strophe, ein Refrain oder sowas und dann einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Die ganze EP soll eine Art Krieg darstellen, dass man die 2 Personen hat, den Leader und den Follower, und dass die sich in einer finalen Schlacht, also in unserem 5. Song Salvation, komplett entlädt, die ganze Energie. Wer uns mal live gesehen hat, der wird wissen, dass bei Salvation wirklich so eine, oder beziehungsweise wir versuchen, eine relativ düstere Stimmung beizubringen, weil das halt einfach in dieser Situation nach dem Krieg halt, weiß nicht, also wir fanden das halt passend.